Wir sollen die Lehrer in Schöllnach durch Roboter ersetzen. Also ich finde, die Roboter, das ist keine gute Idee, weil einfach zu viel Perfektion da wird. Weil ein Roboter ist doch nicht menschlich und Lehrer eben schon. Und ich finde, ein menschlicher Handel ist wirklich statt, seine Fehler zu machen, wie es halt einfach jeder auch tut. Die Roboter wären nicht so streng. Also ich finde die Idee nicht gut, da die Lehrer natürlich alles besser veranschaulichen können und halt in dem Sinne auf Fragen gezielter eingehen können. Und ich finde einfach, Roboter können das halt einfach auch nicht mit so einer Überzeugung rüberbringen, wie eine Lehrkraft in dem Sinne das könnte. Nein, weil Roboterlehrer würden nicht so witzig sein wie unser Geschichtslehrer. Ich würde sagen, nein, da sieht einfach keine so eine starke soziale Bindung zu den Schülern aufbringen können, wie die Lehrer. Und was eigentlich auch noch ein negativer Aspekt ist, da ein Roboter kann dir auch nicht mehr erklären, wie beispielsweise im Buch steht. Und ein Lehrer kann nochmal explizit auf die Fragen eingehen. Ich finde das keine gute Idee, weil ich denke, dass die künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist. Und außerdem, Lehrer können das viel besser erklären, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich nicht dafür, dass Roboter Lehrer werden.